Willkommen zurück zu Fables Lost Chapters. Ja, beim letzten Mal. Was haben wir da eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wir haben auch gegen eine Wespenkönigin gekämpft und sowas. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir das mitnehmen? Kannst du mir was kaufen oder sowas? Hey du. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja, ich möchte das leuchtende Ding da kaufen, was da ist. Freude, euch zu Diensten sein zu können. Was hat er denn so Schönes dabei? Gegenstände, Tränke. Das ist ein Trank, Wiederbelebungsfiole. Oh, das kostet noch zu viel, das möchte ich jetzt noch nicht kaufen. Nee, werden wir später sowieso noch ein paar haben. Ich glaube, so viel werden wir auch nicht verbrauchen. So, ich wollte mich jetzt erstmal zur Heldengilde teleportieren. Weil, wir haben ja eine neue Questkarte erhalten, die wir machen können. Und da müssen wir uns auch mal bald neue Rüstung anschaffen und sowas, aber das kommt halt alles noch. Kommt noch. So, hallo Gildenmeister. Ich habe gehört, dass ein paar Händler Hilfe brauchen. Nehmt die Questkarte und macht euch schlau. Okay, mache ich. Questkarte? So. Händler-Eskorte. Und hier gibt es noch die Hopjagd. Befreit die Obstfarm von den Hops. Nehmen wir erstmal das. Übernehmen. Nicht mit Großtat, weil Großtat bin ich zu kacke für. Hop-Höhle. Die kann ich noch nicht, aber die Hopjagd kann ich machen. Das nehme ich. So. Dann möchte ich hier bitte raus. Speichert er jetzt? So? Achso, okay. So. Ja, wir gehen jetzt einfach hier mal raus. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt damit hingehen können. Mit unseren zwei neuen tollen Quests. Wir haben ja gleich zwei. Einmal die Händler-Eskorte. Und das andere. Nein, ich möchte jetzt nichts kaufen. Vielen Dank. Ihr seid toll. Ja, ich weiß. Danke. Hühnerschreck. Nenn mich nicht Hühnerschreck. Meine Güte. Ach ja, laufen kann ich ja mit der rechten Maustaste. Neulich wollte ich versuchen, in Skyrim, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, zu laufen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Finde den Fehler. Na gut, ich weiß es, aber das geben wir uns Prinzip. Es passiert halt einfach manchmal, dass man halt so gewisse Steuerungsmechaniken dann gewohnt ist und sowas. Und dann klappt das einfach nicht. Warte mal, wie waren jetzt Schwertziehen? Q war das, ne? Ja, halt's Maul hier. Meine Güte. Gehst du wohl weg hier? So. Was ist mit meinem Schwert? So einfach ist das. Wo ist mein Schwert? Warte mal. Ja, meinetwegen kann ich kurz handeln, aber ich will mal kurz gucken, wo mein Schwert hin ist. Ach ja, jetzt kann man sich auch noch Tätowierungen kaufen. Können wir später noch machen. Da können wir uns auch ein bisschen tätowieren und sowas. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, was jetzt hier mit meinem Inventar los ist. Waffen. Nahkampfwaffen. Stahl-Langschwert, das möchte ich führen. So. Geht doch. Ja, weiß ich doch. Da sehen wir auch zwei Questpunkte da oben auf der Karte angezeigt. Erstmal. Ey, lässt du den Scheiß wohl? Aua. Jetzt drauf da. Bam. Und diese scheiß Banditen hier, die werden wir auch noch ein bisschen häufiger treffen. Den habe ich... Ja, genau, er hat den Kopf verloren. Sehr schön bemerkt. Geh tot. Tot. Danke. Meine Güte. So. Der hier hat einen Pott mit Gold fallen lassen. Nehme ich mit. Natürlich. Gehe ich jetzt hier lang? Ist das hier jetzt mit der Haupthöhle oder ist das woanders? Wir haben da ein Schild. Was steht denn da drauf? Eingang wegen Bauarbeiten geschlossen. Bitte das Vordertor benutzen. Danke. Ich benutze das aber trotzdem. Mal gucken. So, auf der Obstfarm war jetzt das mit dem mit den Hops befreien da. Wer sind eigentlich die Hops? Ihr kennt die ja noch gar nicht. Die ollen Hopse. Ich kenne sie. Sie sind nervig. Sie werden uns noch ein paar Mal begegnen. So, jetzt sind wir wieder bei Obstfarm. Da waren wir ja, glaube ich, schon mal, ne? Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder ein paar Tage her. Hallo, ihr da. Wohin des Weges? Ah, da seid ihr ja. Ja, da bin ich ja. Zeit, dass sie auftaucht. Ich hätte beinahe ohne euch angefangen. Ach, laber kein Müll. Wie ich gerade erzählte, haben Hops den Obstgarten überrannt. Nein! Ich könnte sie ja allein erledigen. Aber zusammen ist es lustiger. Wer die meisten Hops erwischt, bekommt die Trophäe, ja? Oh Mann. Aber erwischt sie, bevor sie den ganzen Apfelmost getrunken haben.
Die kleinen Mistkerle haben unten am Fluss meine Kisten aufgebrochen. Oh nein. Dann sollten wir da mal hingehen. Los, wer zuerst da ist. Ja, mach doch nicht aus allem immer einen Wettkampf. Meine Güte. Diese widerlichen kleinen Biester. Na, und die, Tussi hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt hier. Die Whisper, genau. Die klaut einem hier dann ständig die Kills. Und dann sagt sie, oh, ich habe mehr getötet. Die ist so scheiße, ehrlich. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Ach ja. Ich muss mal bald wieder Gesundheitskillen und sowas. So, jetzt. Ja, weiß ich doch. Wieso sagt sie eigentlich, und wieder einer, es war ihr erster. Na egal. So. Müssen wir uns aber ein bisschen bemühen, dass wir hier so ein paar töten. Ja, weiß ich. Ja, habe ich. Jetzt aber nicht mehr. Okay, das könnte jetzt problematisch werden. Ja, weiß ich. Warte mal. Habe ich noch was zu essen? Gegenstände. Was habe ich hier? Gesundheitstrank. Benutzen. Ist ein bisschen doof. Mehr als ich wahrscheinlich. Im Moment sieht es auch noch relativ gut aus für uns. Wir haben 4 getötet, sie hat 2. Das Problem ist halt, dass ich noch wenig Schaden mache. So. Da liegt ein Goldpot, den hätte ich gern. Danke. So, jetzt töte ich den für sie. Ja, doch. Ja, dann kann das ja irgendwie nicht hinkommen, dass er mehr getötet, dass sie mehr getötet hat als ich. Oder doch? Geh weg. Geh endlich tot, verdammt. Nee. Und bam. Und wieder bam. Und bam. Und nochmal. Nein, das war schlecht. Ich klau mir nicht den Kill. Ja, das wird ja auch Zeit. Ja, brauche ich ja auch, damit ich die Führung übernehme hier und so. Na los, geh down. Alter, hau doch mal einer die Whisper down. Ja, das brauche ich auch. Ich brauche die Kills, damit ich besser bin als du. Ja, weiß ich, warte mal. Oh, also das mit der Gesundheit ist im Moment noch ziemlich ätzend. Aber müssen wir durch. Nein, ich warte nicht auf dich. So, finde ich ja schön, dass die... Gesundheitszustand ist kritisch. Weiß ich. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele. Doch. Das weiß ich doch, dass du mehr getötet hast. Aber ich bin halt einfach besser. Weiß ich. So, und jetzt drauf da. Und nochmal. Nein, oder auch nicht. Okay. So, jetzt habe ich Wiederbelebungsfiole benutzt. Dadurch, dass ich irgendwie halbwegs gestorben bin. Ist natürlich jetzt doof gelaufen, aber lässt sich manchmal nicht ändern. Zum Glück haben wir später noch ein paar von diesen Wiederbelebungsfiolen. Man kann, glaube ich, maximal 9 Stück oder sowas davon haben. Die werden wir auch auf jeden Fall brauchen, früher oder später. So, jetzt haben wir auch einen Heiltrank wieder. Können wir den mal wieder benutzen? Ja, jetzt holt die aber auch schon wieder auf hier. Alter. Geh down. Geh down. Geh down. So. Nee. 3 Sekunden noch. Sieht gut aus. Ihr habt den Hobbs wirklich eine Lektion erteilt. Sie werden es sich zweimal überlegen, bevor sie mir wieder was klauen. Nicht schlecht. Nächstes Mal wird es aber nicht so einfach. Ja, das gucken dann wir mal. Dann gehört die Trophäe jetzt euch. Vorübergehend. Wieso denn vorübergehend? Vielleicht hat die Gilde was Interessanteres für mich zu tun. Mein Gott, ist die arrogant. Ich sollte mir den Schaden ansehen. Ja, der Schaden ist erheblich. So, jetzt will ich aber die Truhe öffnen, die da noch steht. Warte mal. Die steht irgendwo. Hier rechts. Mal gucken, was haben wir denn hier drin? Schönes. Schatztipp Nummer 5. Ja, den Schatz habe ich auch niemals gefunden. Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Albion versteckt sei.
Die Hinweise sollten euch hinführen. Soweit ich weiß, sind es insgesamt 6. Gut, dann speichere ich jetzt aber erstmal kurz ab. Einfach nur, falls wir gleich sterben, dass wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Machen wir hier mal Spielstand 1, überschreiben, ja. Na los. Yay, gespeichert. So, und weiter. The Great Woodsy, yay. Ach, die Händler-Eskorte ist da. Jetzt weiß ich, wo das ist. Das ist im Greatwood. Der Greatwood ist ziemlich kacke. Da müssen wir doch nochmal hier uns zurück teleportieren. Einmal in die Heldengilde. Einmal um zu skillen. Und da müssen wir einmal kurz rüber nach Bowerstone. Damit wir uns vielleicht doch nochmal eine Rüstung anschaffen können. Weil das ist echt nicht ohne. Zeige ich euch auch später, warum so. Gesunde Seite ist mehr Treffer, könnt ihr einstecken. Ja, das ist glaube ich das Richtige, was wir brauchen. Gesundheit im Moment. Erhöht die Menge Schaden, die ihr so, einstecken kann ich das könnt. Nochmal? Ja, kann ich das nochmal? Ja, sieht gut aus. Kann ich auch noch was machen hier? Zähigkeit macht euch widerstandsfähiger gegen Schaden. Noch ein bisschen. Ich habe ja noch ein paar allgemeine Dinger hier. So, mehr kann ich jetzt aber nicht. Aber wir haben schon eine etwas längere Gesundheitsleiste. Das ist schon nicht verkehrt. So, dann gehen wir auch mal kurz nach Bowerstone. Gucken mal, was der Schmied dazu sagt. Sie Bowerstone teleportieren, ja. Moment, Moment, Moment. Es wird doch schon wieder gleich Nacht, na super. Ja, du mich auch. So, ich will jetzt nur mal schnell zum Schmied hier rüber. Ist er denn noch da? Ja, ist noch da. Hey, du. Oh, er macht jetzt Feierabend, na super. Was machen wir jetzt hier? Ich will gerne eine Rüstung haben oder sowas. Ja, ja. Ich halte auch mal gleich große Stück auf dich. Was ist mit dir hier? Was machst du denn hier? Heutzutage lassen sie die Kinder wohl immer früher aus der Gilde. Ihr werdet doch wohl nicht wie die anderen Einfallspinsel meine Namen rufen, oder? Also ehrlich, man absolviert einen Quest, zeigt seine Trophäe herum und hat dann bald keine Sekunde Ruhe mehr. Echt? Hört sie doch nur mal an. Mindestens habt ihr keine Probleme mit großer Bekanntheit und werdet nicht verfolgt. Geht beiseite, ja? Ihr braucht mich nicht auch noch zu bedrängen. Nö, wie arrogant. Inzwischen habt ihr wohl eure erste Trophäe, falls ihr nicht völlig inkompetent seid. Ja. Viele Leute wird ihr aber nicht beeindrucken. Aber ihr habt schon 2 Trophäen, mindestens. Ihr Bübchen seid alle gleich. Ihr glaubt, nach der Abschlussprüfung läge euch die ganze Welt zu Füßen. Held zu sein ist eine Kunst, kein Popularitätswettstreit. Ja, deswegen stehst du auch hier und legst deine Trophäen dahin, ja. Ihr steht meinen Fans im Wege. Meine Güte, ist die eingebildet. Oh, schönen Tag auch, Sir. Ja, ja. Was ist mit dir hier? Habt ihr ein Auge auf die Händler, wenn sie den Wald durchqueren? Ja, warte mal. Ich kann ja auch meine Trophäen hier rumzeigen und sowas. Wo waren das? Gegenstände? Trophäen. 3 Stück habe ich. Muss ich dann hier so reinziehen? Mach ich mal hier so. Und ja, weiß ich doch. Weiß ich. Doch mal ein Bier.